Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K18. Ja, du siehst, hier ist einiges los und auch gleich bei uns wird ein neues Match gestartet. Ja, wir spielen direkt wieder. Hab mir jetzt so ein bisschen vorgenommen, mehr Matches zu zeigen. Wir wollen ja natürlich auch vorwärts kommen, werden aber trotz allem die Gelegenheiten in der Neighborhood natürlich nach wie vor nutzen. Ganz kurz ein paar Sachen, die ich ansprechen möchte. Ich weiß, dass momentan viele mit ihrer Karriere Probleme haben und mit ihrem Speicherstand. Ich bin nicht der 2K-Support. Das heißt, ich kann euch da nicht helfen. Ich würde euch gerne helfen, aber alle, die mir privat schreiben, egal ob Twitter, Instagram, Facebook, ich kann euch nicht helfen. Ihr müsst einfach beim 2K-Support ein Ticket aufmachen und die werden dann versuchen, euch so schnell wie möglich zu helfen. Ihr müsst aber halt auch ein bisschen Geduld haben. So, das ist so der erste Punkt. Der nächste Punkt, Spiele. Habe ich ja gerade eben schon angesprochen. Ich kann durchaus verstehen, dass eine Folge, in der nicht gespielt wird, vielleicht nicht so attraktiv ist, wobei die Kommentare da sehr, sehr gering sind, nicht so attraktiv sind wie Folgen, in denen wir zocken. Aber ich schaue eigentlich immer so, dass entweder in MyGM gespielt wird oder in der Karriere. Deswegen einfach da ein bisschen relaxen. Ich möchte das dieses Jahr auch wirklich genießen und ich möchte einfach den ganzen Sachen, die wir hier geboten bekommen, auch die Plattform bieten, mal in einer Folge einfach nur die Schuhe angucken, mal die Haare verändern. Ich weiß, dass unsere Haare scheiße aussehen, dass wir richtig kacke aussehen. Wir werden das definitiv noch ändern. Und so weiter und so fort. So, das soll es auch schon gewesen sein. Jetzt geht's rein gegen die Detroit Pistons. Genau. Dann gegen Houston und dann gegen Dallas. Ich bin sehr gespannt. Ja, voller Terminkalender. Wir werden jetzt am Anfang mal so, ja, so gut wie jede Partie mitnehmen, weil ich natürlich nie weiß, was geht sequenztechnisch ab. Also gehen wir rein gegen die Pistons. And here we go. Also, im Pre-Game, in der Kabine. Und ich hab ein gutes Gefühl. Die Pistons müssten uns eigentlich liegen. Wir schauen mal ganz kurz auf unser Handy. Übrigens, danke für den Hinweis. Ich habe das beim NBA Store nicht gesehen, dass man erst ab 75 dort einkaufen kann. Gut, die Nachrichten kennen wir schon. Dann können wir eigentlich direkt rein. Was war nochmal das letzte von unserem Agenten? Ach ja, wir haben einen neuen Schuh bekommen. Wenn ich das richtig sehe. Kleiderschrank. So, Jordan Air Jordan, ne? Ja, die wählen wir doch gleich mal aus. Jordans kann man auf jeden Fall immer tragen. Socken sind immer noch gleich. Und dann ab geht's! Übrigens, bald habe ich was ganz, ganz Cooles Neues für uns. Es geht um Kleidung. Es geht zwar nicht um Jordan-Schuhe, das kann ich auch gleich sagen. Dafür bin ich dann doch noch zu klein, aber so das ein oder andere habe ich auf jeden Fall im Petto. Und das regelmäßig, also keine einmalige Sache. Das ist jetzt mein erstes Spiel heute. Ich habe auch in My Team heute noch überhaupt nicht gedaddelt. So, wir gehen direkt rein. Downtown Detroit shining brightly tonight. What a look at the Motor City from just across the river. Thanks for joining us live for NBA. Und an alle, die sich über irgendwas ärgern in NBA 2K, ihr könnt mir natürlich gerne schreiben, wie das momentan so wahnsinnig viele tun. Aber erwartet halt nicht, dass ich dem Ganzen zustimme, solange es mir halt selber nicht passiert. Wie zum Beispiel, dass die Karriere flöten geht. Ich kann es absolut nachvollziehen, aber ich kann dir auch sagen, ich habe schon von ganz, ganz vielen die Nachricht bekommen, dass die Karriere wieder vollständig mit allen VC und allem drum und dran wiederhergestellt wurde. Thanks, DA. And Drummond is just a hulk of a man. He's really the backbone of this team.
Okay, unsere Starting Five, denke ich, ist klar. Joel Embiid gegen Drummond. Drummond natürlich ein absolutes Double-Double-Monster. Okay. 20 zu 19. Wir kommen rein, 1:20 zu spielen. Covington. DJ sets the screen for Covington. Now the feed to DJ. And it goes out of bounds. Ich habe eigentlich schon ein bisschen her gewesen, dass ich den Pass angefordert habe. Da hätte er durchaus selber abschließen können. Ich habe aber dafür keine Strafe bekommen. Also, jetzt ist okay. Ah, den hätte ich eigentlich haben können. Simmons. Simmons verliert den Ball. Fast Break, vielleicht kann ich noch was. Nein, kann ich nicht, weil ich langsam bin wie eine Schnecke. Weil ich langsam bin wie eine Schnecke. Outside Simmons. Holmes has a screen. And it's DJ missing. Mist. Aber die Gelegenheit war auf jeden Fall da, um den Abschluss zu suchen. Dranbleiben. Marjanovic hat keinen Wurf. Jackson macht ihn rein. Nein! Habe ich aber auch leider nicht ganz perfekt getroffen. With a 6-point lead at the end of the quarter. They're feeling very confident, shooting the ball with great efficiency and dictating the pace. And J.J. Redick, a focal point in his tenure with the Duke Blue Devils, both offensively and as a lightning rod for fans. I think I'll forever be associated with Duke and Duke basketball. And obviously that's a polarizing topic for some people. They like me, some people don't like me, but I take a lot of pride in the fact that I went to school there, I got to play there, and I graduated from Duke. There's no doubt that he is Mr. Duke, J.J. Redick, and it's hard to argue with that. Okay, ins Zweite geht's rein, dann dürfen wir gleich von Anfang an ran. Das ist einfach immer was anderes, als reingeworfen zu werden. Der geht nicht, und ich hab ihn. Und der fällt, und dadurch haben wir einen Rebound und einen Assist. Am Anfang zählt ja jede Zahl. Ja, das zwei ging jetzt zu leicht. Bayless. Raus. Na! Embiid. Schade. EJ out there with Jared Bayless, and there's Rashawn Holmes, and it's Embiid in at the five down low. Den ersten macht er rein, gerade so. And for Joel Embiid, some real tough times to start his NBA career. Greg sideline, as we know, for the first two seasons with injuries. Und auch der fällt mit Mühe und Not rein, aber beide Punkte gehen auf das Konto von uns. 23 zu 27. Nein! Da habe ich eigentlich gedacht, ich komme mit dem perfekten Timing rangerauscht und kann ihn blocken. Alec Galloway, he can run an offense, but his main draw is his shooting and his ability, Chris, to create scoring chances. Very hard to contain at times.
Ey, das glaube ich nicht, dass der runterfällt. Also der war ja wohl mal... Er gönnt uns. Das ist meine... Ohne Scheiß, den fordere ich jetzt. Das war mir jetzt gerade echt... Beats! Oh, macht ihn. Ey, dass der Korbleger nicht reingeht. Eieieiei. Für Philadelphia, sie haben 25-29. Johnson gegen Kamenkner. Marjanovic ist halt auch ein ganz schöner Bulle. Hab ich. Geht wieder nicht. Ich kann keine Punkte bis jetzt beitragen. Marjanovic wird da jetzt halt das Zweite zu. Zu offensichtlich. Aber vielleicht können wir ja mit einer guten Defense das Ganze wieder gut machen. Bayless. Der fällt. Und bringt uns ran bis auf einen Punkt. Johnson. Marjanovic. Mit dem Screen. Ja. Er hat die Punkte nicht gemacht, dann ist es noch okay. Ansonsten wäre es ein dummes Foul gewesen. Und wir müssen jetzt auf die 3 rutschen, ne? Well, many had high hopes for what Stanley Johnson could be in the NBA, but after a rough sophomore season, questions have been raised. Jetzt wäre es schon mal geil, wenn wir auch irgendwie Punkten scoren könnten, weil das natürlich für Selbstbewusstsein, außer total kacke, gar nichts ist. Joel verliert dann den Ball. Und er geht. Ich will uns jetzt auf die Anzeigetafel bringen, egal wie. Und wenn es so ist, dass der reingeht, ist zwar, ja, dann auch wieder leicht legendär. Gott sei Dank guckt es fast überhaupt nicht. Aber wir liefern die 3 Punkte. Schön aufgepasst. Ja, Šarić geht da nicht konsequent hin. Das muss normalerweise sein, Bradley Smith. Ob Bradley. Ja, das. Falsches Stellungsspiel. Rein ins Dritte, 53-50. Second half of play with just under 2.5 minutes gone. Smith and Bradley are together in the backcourt. Lure and Drummond together down low. And it's Harris in the three spot. That's the 5 on the 4 for the Pistons. Kommt der Block, wenn wir, ja, gegen Drummond. Da haben wir nicht die Größe und auch nicht die Masse, um da irgendwie was dagegen zu werfen. Schade. Da hätten wir mal einen freien Wurf gehabt, wenn er ihn rauspasst, aber er macht ihn selber rein. Alles gut. Bradley. Sehr, sehr schöner Wurf. Ja, schön. Drummond da draußen. Nicht gefährlich. Eigentlich hat man alles richtig gemacht, wenn man ihn da rausdrückt oder rausbekommt. In der Position ist das jetzt schon nicht mehr ganz so geil.
Ja, und dann geht's auch schon rein in die letzten Sekunden, ne? 44 seconds left in the fourth quarter. So on the floor for Philadelphia. TJ McConnell is out there with Jared Bayless. And it's DJ. Then there is Jahlil Okafor. And it's Holmes in at the four. Na, geht doch, ey. Rein damit. 85 zu 93. Auch wenn die Zeit natürlich nicht mehr reicht, um hier noch großartig was zu reißen, ne? Außer der geht jetzt nicht und wir holen den. Tun wir aber nicht. Boah, wie weit wirft er den daneben, ne? Eieiei. Und jetzt packt Drummond auch noch den Alley-Oop aus. Wir kriegen nochmal das Foul. Ich nehm's trotzdem mit. Weil es für uns nochmal zwei Punkte sind. Ja. 2 von 10, das ist natürlich richtig madig. Ja, da habe ich mir ehrlich gesagt vom Spiel mehr erhofft. In dem Spiel war es dann doch extrem schwierig, einen guten Abschluss hinzubekommen. Die Punkte pro Spiel 6. Ja. What does that even mean? DJ, I sent you clips from tonight. Take a look at that follow-through. Details, mechanics, we'll talk about it in the morning. 2 years ago, I went 2 for 18 from the field. You think I stopped shooting? Nah, son. Dropped 36 the next night. And let this one slide. Even the great Sammy Watkins has an off night. Yeah, but not often, though. Hey, shooter, shoot. What is he even talking about? Just now. Na, also das war ja leider dieses Mal nichts, aber checken wir erstmal unser Handy ab. Coach D, DJ Coach D hier. Was geht ab, Coach? Du hast uns gezeigt, was du mit mehr Spielzeit anstellen kannst, also geben wir dir noch mehr Minuten. Harte Arbeit zahlt sich aus, so sieht's aus. Hör jetzt nicht auf, DJ. Du hast eine goldene Zukunft vor dir, wenn du so weitermachst. Danke, Coach. Also nach dem letzten Mal antworten wir natürlich normal. Ja, das war's mit dem Match gegen die Detroit Pistons. Das nächste Mal würde es gegen die Rockets gehen. Also auch keine leichtere Aufgabe. Ich denke, wir spielen das nächste Mal direkt gegen Houston und dann werden wir uns ein bisschen wieder in der Neighborhood austoben. Aber jetzt möchte ich echt mal so 2 Spiele hintereinander machen, um auch ein bisschen einen Flow zu bekommen. Ich sag vielen Dank fürs Reingucken und lass mir gerne ein Däumchen da, auch wenn wir leider verloren haben. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, dein Max. Ciao.